Ja, das Etikettieren vom Honig gehört natürlich genauso dazu wie das Abfüllen und das Etikettendrucken. Ich habe gedacht, ich gebe euch das hier auch auf Band. Und eigentlich gibt es da gar nicht so viel zu beachten. Das Einzige, was vielleicht hier wirklich interessant ist als Information, ist, dass wenn ihr einen cremigen Honig habt, also sprich, wenn der frisch im Glas ist, dann kann das ja sein, dass der noch nicht fest genug ist. Und wenn ihr das Glas dann dreht, und das Drehen ist halt besser zum Etikettieren, geht schneller, dann kann euch passieren, dass der cremige Honig, der vielleicht noch nicht ganz fest ist, so ein bisschen schräg in den Deckel reinläuft. Wenn man das vermeiden möchte, dann muss man eben warten, bis der Honig auch durch die Kälte fest geworden ist. Und dann kann man den seitlich hinstellen, das Etikett schnell draufkleben. Ein bisschen mit dem Daumen hier drüber ziehen, dass da keine Blasen entstehen. Und so geht das ganze Ding dann auch nachher in den Verkauf rein. Jo, das mache ich jetzt noch, bis es fertig ist. Lohnt sich nicht, da überall mitzugucken. Etiketten draufkleben ist ja echt eine einfache Arbeit. So, aber ihr habt es mal gesehen. Ciao!